Kuchen-News. Kuchen-TV. Jo, Freunde der News. Was ist das für ein Outfit? Was ist das für ein Outfit, Digga? Was ist das für ein Outfit? Was ist das für ein Outfit? Am Anfang natürlich wieder die Meldung, der... Dafür ist das Kissen da. Ich kann einfach meinen Kopf auf den Tisch schlagen. Guck mal. Erster Teil unseres... Chillig, Digga. Danke dafür, Noble Chairs. Übertrieben nice und es tut nicht mal weh. Saugeil, saugeil. Chilliges Outfit, Tim. Das Podcast ist Rothaarig und Langhalsig von Tommys lehrreiche Lehrfilme und mir. Ist jetzt verfügbar, den Spotify-Link habe ich euch oben in die Beschreibung getan. Wäre cool, wenn ihr reinhört. Hört Montana Black auf zu streamen? Diese Frage hat er letzte Woche selber in den Raum geworfen. Montana Black ist ja der zweitgrößte Streamer auf Twitch nach Trimax. Wie er das nochmal sagt. Und daher ist er für den Start so groß, dass er eine Rundfunklizenz benötigt. Das ist auch eine Sache, die ich nicht verstehe. Leute, ich hatte das letzte Mal kranke Zuschauerzahlen, so richtig krank, so auf Monte-Level 2017. Und von 2017 an, wurde mein Twitch-Jahresumsatz darauf geschätzt. 2017 war mein Durchschnitt, glaube ich, an Zuschauern 50.000 bis 60.000, oder 40.000, lass es 40.000 sein. So, und da mein Peak waren 80.000 Viewer. So, zu Craft Attack Zeiten und so, was war richtig groß, war richtig, oder 2016 kann es auch gewesen sein, ist ja auch egal. Da wurde mein Hype quasi, doch, ich zeig's euch hier, wie heißt diese Scheißseite, Twitch-Tracker. Ja, das hier noch 2017, so, ihr seht das hier, also es war so, 2017 auf jeden Fall extrem viel, so 20.000, 30.000, 2016 muss es dann gewesen sein, so. Das Jahr 2016 war das auf jeden Fall, hier müsste doch irgendwo mein All-Time-High stehen, ich weiß aber nicht, wo man das sehen kann. Ja, ihr seht auf jeden Fall hier, Average Viewers, ihr seht es ja hier, 30.000, 34.000, 50.000, so Januar und sowas. Auf jeden Fall sehr, sehr stark, so diese zweite Zeit hier 2017, 2018, 2016, 2017, so ist egal. Peak Viewers waren irgendwas um die 80.000, ist ja auch scheißegal, ist ja 77k, so. Und ich habe damals eine Rundfunklizenz abschließen müssen und zahle jedes Jahr exakt den gleichen Betrag heute noch, obwohl ich heute sehr viel weniger streame und sehr viel weniger Zuschauer habe, zahle ich trotzdem jedes Jahr das gleiche Geld immer noch und ich halte meine Fresse. Und ich zahle, glaube ich, 10.000 Euro für einen Jugendschutzbeauftragten, den ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen habe. Den habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Ich habe irgendwo, sitzt ein Mensch, ich weiß nicht, ob das ein Mann, eine Frau, ein Roboter, vielleicht ist es auch einfach ein Hund, ich weiß es nicht. Ich habe irgendwo einen Jugendschutzbeauftragten, den ich bei mir quasi über diese Gebühr angestellt habe. So, ich habe den noch nie gesehen. Ich zahle für den 10.000 Euro im Jahr. Ein Jugendschutzbeauftragter, der schaut, dass meine Streams jugendgerecht sind. Meine Streams sind nicht jugendgerecht. Ich sage Kaka, Pipi, Scheiße, Hurensohn, alles. Ich stecke mir nicht Sachen in den Arsch. Aber ihr wisst, was ich meine. Meine Streams sind absolut nicht jugendfrei. So, und ich zahle den trotzdem. 10.000 Euro im Jahr zahle ich dafür. Und ich halte die ganze Zeit den Mund. Ich zahle das einfach. Ich habe mich damit abgefunden, dass Deutschland wirklich so ein an der Stelle ist, ich zahle jedes Jahr diese Rundfunkgebühr zahle ich jedes Jahr und ich zahle jedes Jahr auch diesen Abgeordneten Jugendschutzbeauftragten. So. Und ich glaube, das ist einfach eine Sache, obwohl ich sie jetzt nicht mehr zahlen müsste. Ich müsste sie, glaube ich, nicht mehr zahlen, weil ich keine 20.000 Viewer mehr habe. Verstehe ich nicht. Warum muss ich denn? Hä? Ich glaube, ich werde einfach von Deutschland, imagine, ich werde gerade von Deutschland verarscht. Das fällt mir erst jetzt auf. Deutschland verarscht mich einfach. Deutschland verarscht mich. Was für Jugendschutzbeauftragter? Ich war eine Woche gebannt. Hätte er mir sagen sollen, sag das nicht, sag dies nicht. Deutschland verarscht mich. Hä? Dafür kriegst du keine DMCA-Strikes. Weiß ich gar nicht, keine Ahnung. Nee, nicht mal das. Also ist es wirklich Zeit, dass ich in ein anderes Land auswandere, Baden-Württemberg oder so. Wenn der Staat sieht ihn als richtig... Du bist irrelevant geworden, arme Nachkommen. Klär 7000 Viewer ran, halt dein Maul. ...richtigen TV-Sender. Montana Black hat da natürlich aus diversen Gründen überhaupt keine Lust drauf und hat daher selber die Aussage... in
Wobei ich nicht weiß, ich glaube, Monte zahlt noch mal mehr als ich. Ich glaube, das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Raum geworfen, dass es bei ihm Gedanken gibt, mit Twitch aufzuhören. Ebenfalls hat er gesagt, dass er sogar langsam darüber nachdenkt, auszuwandern, weil er vom deutschen Staat immer wieder drangsaliert wird. Bei einer Rundfunklizenz unterschreibst du halt einen Vertrag, der ungefähr 50 Seiten lang ist. Dazu würde Montana Black einen Jugendschutzbeauftragten brauchen. Ja, den habe ich auch. Als ob der den noch nicht hat. Als Montana Black muss sich darüber hinaus natürlich dann auch an sehr, sehr viele Regeln... Monte... muss, wie viel sind das? 1, 2, 3, 10, Monte muss 10.000 Euro im Jahr. 10.000 Euro im Jahr! Was zahlt Monte? Monte muss maximal 10.000 Euro bezahlen. Hä? Das bezahle ich auch! Das bezahle ich seit 4 Jahren jedes Jahr! Das bezahle ich seit 4 Jahren jedes Jahr und habe das einfach als Given genommen. 10k sind das Maximum. Wieso zahle ich denn einfach 10.000 Euro, wenn ich das nicht mal mehr muss? Und warum heult Monte wegen 10k rum? 10k macht Monte in 2 Wochen. Nicht mal. 10k macht Monte in 3 Streams. Ja, 10k pro Jahr oder 500.000 Euro Strafe. Nee. Es steht drin, bis zu 500.000 Euro Strafe. Wieso zahle ich das denn seit Jahren, ohne dass ich es muss? Und andere, die es müssen, beschweren sich dann. Nicht wegen Geld. Ja, aber er sieht es nicht ein, den Staat Geld zu geben. Ich sehe es auch nicht ein, aber wir müssen es machen. Was soll ich denn tun, Digga? Die einzige Möglichkeit ist halt auswandern. Das ist halt so. Ich verstehe das. Ich verstehe das, dass man abgefuckt ist. Es geht Monte ums Prinzip. Ja, aber Digga, was soll ich denn sagen? Ich zahle das jetzt seit 4 Jahren und ich hätte es nicht zahlen müssen. Und ich beschwere mich nicht. Ich fordere das doch nicht zurück. Scheiß doch drauf, Digga. Scheiß doch drauf. Dafür habe ich hier gute Straße und sowas in Deutschland. Regeln halten, was er machen darf und was nicht. Wenn Montana Black gegen diese Regeln verstößt, dann wird er immer wieder Strafe zahlen, bis am Ende ihm wohl die Rundfunklizenz einfach komplett entzogen wird und er dann ebenfalls gar nicht mehr streamen darf. Leider wird er da auch wohl nicht drum rumkommen, außer er klagt irgendwie vors Bundesverfassungsgericht und... Das Ding ist, dieser ganze Rundfunkvertrag, und ich check das vollkommen, bin ich voll auf Marcells Seite. Dieser ganze Rundfunkvertrag ist absolut Schmutz. Dieser Rundfunkvertrag ist von 1983 oder sowas. So... Der für Radios und Fernseh und sowas war. Und man hat jetzt irgendwie versucht, dieses Gesetz auf ein neues Level zu bringen, so auf ein neues Ding zu bringen. Auf Internet anzuwenden, was natürlich nicht funktioniert. Das wird doch irgendwann mal. Jetzt habe ich es vergessen, scheiß drauf. Kippt das ganze Gesetz, was ich mir nicht vorstellen kann. Ansonsten ist er halt gezwungen, diesen Rundfunklizenz demnächst zu unterschreiben. Also wenn du nicht vorhast, weiter zu streamen, ne? Ich würde deinen Channel nehmen, Digga, sofort. Wir bleiben auch direkt bei Montana Black, denn es ist noch eine zweite Sache passiert. Und zwar hat er in einem Livestream erzählt, dass er einen Zuschauer angezeigt hat. Oh, das habe ich nicht mitbekommen. Diese Person ist nämlich mit dem Auto zum Grundstück von Montana Black gefahren, hat dort gefilmt und dieses Video samt Adresse dann auf Twitter veröffentlicht. Absolut uncool. Adresse veröffentliche, Privatsphäre abfacken, not okay, lasst es. Montana Black hat das Ganze dann auch relativ schnell wieder entfernen lassen, allerdings ist die Sache damit natürlich nicht gegessen. Er hat hier mal wieder seine Kontakte spielen lassen und hatte so innerhalb einer Viertelstunde einfach Namen, Bild und Adresse der Person und hat ihm dann einfach mal bei Instagram geschrieben. Er selber hat in dem Video gesagt, dass er zivilrechtlich dagegen vorgehen wird, da dieses Verhalten natürlich gar nicht fit geht. Gerade bei einer Person wie Montana Black, die so extrem in der Öffentlichkeit steht, da würde das Leaken einer Adresse einfach dafür sorgen, dass er halt wegziehen kann, weil da täglich mehrere Personen hinfahren und auch Stress schieben würden. Monte hat auch selber gesagt, dass er gar nicht weiß, ob da am Ende irgendwas bei rumkommt, aber alleine die Kopfschmerzen, die er der Person damit verursacht, reichen schon, um da eine Zivilklage einzureichen. Fühle ich auf jeden Fall, hätte ich genauso gemacht. Safe. Wenn ich überlege, ich hätte beim UFO jeden angezeigt oder im YouTube-Haus, der bei mir geklingelt hat und meine Adresse und unsere Adresse ins Internet gestellt hätte und ich hätte von jedem 100 Euro bekommen, dann hätte ich damit bestimmt 10.000 Euro jetzt machen können mit allem drum und dran. So viele Leute waren das. Ihr müsst euch vorstellen, ihr wisst gar nicht, was für ein Kopffick das ist. Momentan, gerade, alles entspannt, hat sich alles ein bisschen abgekühlt, der Hype. Ist alles in Ordnung so, wisst ihr, was ich meine? Aber stellt euch mal vor, Digga, ihr geht aus eurem Haus raus und da stehen 20 Kinder. Da stehen 20 Kinder, halten Kamera auf euch und schreien euren Namen. What the... Digga! So ein Kopffick! Wisst ihr, wie krank das ist einfach? Ja, Pepega-Aim, rein in die Masse, Dicker. Direkt, Alter. Monka Shot. Macht, so ein Verhalten geht wirklich gar nicht fit. Monte hat auch noch Sprachnachrichten von ihm bekommen, aber leider hat er die nicht angehört. Ich wüsste zu gerne, was er gesagt hat. Cengo, Bengo, Lengo, Tengo. Cengiz von den Ape Crimes hört auf mit YouTube. Das hat er diese Woche in einem sehr emotionalen Video bekannt gegeben. In dem Video sagt er, dass YouTube ihm wirklich unfassbar wichtig ist. Ist ja auch keine Frage, er ist seit über einem Jahrzehnt auf der Plattform aktiv. Allerdings möchte er einen anderen Weg einschlagen und seinen Lebensunterhalt zukünftig mit
mit dem Zeichnen von Bildern verdienen. Das finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, einen so mutigen und coolen Schritt, sich einfach von Passion treiben zu lassen und zu sagen, so, das macht mir zwar alles Spaß hier, aber das ist nicht meine hundertprozentige Leidenschaft, also mache ich jetzt das. Das finde ich einen so starken Move, das finde ich so schön, ich finde es so geil, wenn Leute einfach hingehen und ihrer Passion volle, 100%ige Aufmerksamkeit schenken und sagen so, ich gehe jetzt dieser Sache nach und versuche damit meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Das finde ich sehr respektabel und ich finde es schade, dass es viel zu wenig Leute gibt in unserer Gesellschaft, die sich darauf wirklich einlassen und mal versuchen, wirklich nur ihrer Passion zu folgen. Gut, jetzt kommt das natürlich aus dem Mund von einem überprivilegierten, dummen Wichser wie mir, der in Geld quasi schwimmt und dem es extrem gut geht mit seiner Passion und seinen Zuschauern. Trotzdem stehe ich zu der Meinung. Cengiz streamt ja, während er zeichnet und lädt einige Bilder auch auf Instagram hoch. Ich finde die Sachen richtig, richtig schön, wirklich. Ich finde die Sachen extrem gut, die er macht. Und ich werde auch ein Bild von Cengiz kaufen. Und ich muss sagen, dass ich persönlich... Ich will, dass Cengiz mich nackt in der Badewanne malt. Ich finde, dass der auf jeden Fall Talent hat und dass das auf jeden Fall was werden könnte. Cengiz sagt dazu, dass er neben YouTube einfach viel zu wenig Zeit hätte, um das Zeichnen professionell anzugehen. Denn um besser zu werden, musst du natürlich so viel Zeit wie möglich da reinstecken und das kann er, während er YouTube durchzieht, einfach nicht. Daher hat er sich jetzt dazu entschieden, den YouTube-Kanal komplett auf Eis zu legen. Finde ich gut. Streamen wird er allerdings weiterhin und da macht er wahrscheinlich auch genau das gleiche wie vorher. Ich finde, zu dem Outfit hätte eine fette Rolex noch gepasst, oder Chat? Ich persönlich finde das auf jeden Fall eine sehr gute und auch starke Entscheidung. Wenn er persönlich Zeichner werden möchte, dann soll er das machen. Und wenn er die Möglichkeit dazu hat, warum denn nicht? Und wenn du später erfolgreich bist, dann kannst du ja auch Videos davon machen, wie du Dinge zeichnest oder so. Und am Ende haben wir alle gewonnen. Da kommen wir aber später nochmal zu. Mr. Rap musste diese Woche alle seine Videos... Oh mein Gott, schlimmste Sache, die passiert ist. ...das offline nehmen, meine Freunde, aufgrund einer Urheberrechtsverletzung. Mr. Rap ist eines der bekanntesten Deutsch-Rap-News-Formate in YouTube-Deutschland. Charakteristisch für den Kanal ist nicht nur die Maske, die dort getragen wird, sondern auch der Hintergrund. Das war nämlich bis vor kurzem eine Collage mit allen möglichen ausgeschnittenen Gesichtern von Deutsch-Rappern. Das fand ich so einen geilen Background. Das Ganze sah auch wirklich cool aus, allerdings gab es jetzt das Problem, dass der Fotograf, der eins dieser Fotos geschossen hat, was? Sich bei Mr. Rap gemeldet hat und gesagt hat, entweder du gibst mir halt für jedes deiner Videos Geld oder du nimmst alles offline. Digga, also... Der Typ, ey, das ist doch... Ja, der Fotograf hat dieses künstlerische Werk erschaffen. Und ja, der Fotograf hat es verdient, in irgendeiner Weise kreditiert zu werden. Aber Digga, wie kann man so ein Weird Champ sein, dann sagen, dieses Foto von Haftbefehl ist mein, ich wiederhole, mein geistiges, halt deine Fresse, Lack, das hätte jeder Typ mit deinem Handy auch machen können. Bro. Bro, überall capitalisen. Ah, da hat aber jetzt jemand, da aber jetzt, oh, Junge, das ist genauso wie der Fotograf von Karl S., weil ich den auf ein Thumbnail gemacht habe, musste ich dem 500 Euro bezahlen. Für ein Thumbnail, Digga, für ein Thumbnail. Mr. Rap hat dazu gesagt, dass die Summe einfach... Ja, Digga, anstatt sich einfach Credit geben zu lassen, Digga, der Fotograf hätte richtig big sein können. ...war viel zu hoch gewesen ist und er damit insolvent gegangen wäre, daher hatte er keine andere Möglichkeit, als alle Videos zu entfernen. Ich persönlich finde das halt wirklich absolut lächerlich. Mr. Rap hat doch künstlerisch was ganz Eigenes draus ja, gemacht. Richtig, er hat sehr viele dieser Fotos genommen, hat alle ausgeschnitten und die an einer Wand zusammengehangen. Ich hab das geliebt, Digga, ich hab das geliebt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass das unglaublich peinlich ist, Digga. Wenn er gesagt hätte, ey, gib mir 2.000, wir sind abgegolten, die Sache. Für ein Foto, Digga, für ein lächerliches Foto, was du mit einer Automatikkamera gemacht hast. Lass dich doch kreditieren, Digga. Stell dir vor, du kriegst eine Verlinkung auf so ein Video. Wieso denken immer direkt alle an Geld? Bro, wie kann man so deutsch sein? Boah, Mann, ich hasse Deutsche manchmal so. Ich hasse Deutsche einfach, Alter. Manchmal ist es einfach... So, dass das quasi eins ist. Ich persönlich finde es sehr, sehr traurig, wenn immer irgendwelche Fotografen kommen und wegen sowas rumheulen. Ist es so schlimm, wenn dein Bild da im Hintergrund hängt? Du hast doch gar keine Nachteile dadurch. Ich sag euch, wenn YouTuber wie Fotografen wären, dann gäbe es hier keine Reactions, weil einfach jeder jeden verklagen und striken würde. Mr. Rap hat auf jeden Fall einige seiner alten Videos, zum Beispiel die Mr. Rap vs. Videos, wieder hochgeladen und wird halt jetzt unter einem neuen Hintergrund weiter Videos machen. Revi hat diese Woche einen unfassbar traurigen Real Talk hochgeladen, meine Freunde. Und zwar wird sein... Digga, ich habe komplett vergessen, was ich diese Woche gemacht habe. Ich bin so lost in meinem Kopf. Ich habe gerade vergessen, dass ich dieses Video hochgeladen habe und war gerade richtig geschockt, dass irgendwas bei mir passiert ist. Ich habe das gerade von KuchenTV, habe ich gerade News über mich selber erfahren. Hä?
Ich brauche wirklich, ich muss, also, ich... Minecraft-Server nach über 7 Jahren ausgeschaltet und das Projekt beendet. Was wirklich schade ist, weil meinen ersten Twitch-Bann habe ich bekommen, weil ich mich da mit den Mods angelegt hatte. Das stimmt, und du hast doch mal Symbole und Dinge im Chat gesagt, die... Tim, wir reden nicht drüber. In der Firma, mit der Server verwaltet wird, gab es mehrere Gesellschafter. Revi hat erzählt, dass einer von denen sehr, sehr viel Geld veruntreut hat und sie dadurch die laufenden Kosten nicht mehr decken können. Ebenfalls kommt natürlich noch dazu, dass Minecraft immer weniger im Hype ist und der Server sowieso nicht mehr sehr gut lief. Und so hat man sich dazu entschieden, ab dem 1.4.2021 den Server offline zu nehmen. Hinzu kommt auch nochmal an der Stelle, Leute, das haben, glaube ich, viele nicht verstanden. Wenn ich jetzt einfach wieder Geld in die Firma pumpen würde, würde sich vor Gericht der Streitwert massiv erhöhen und es gäbe extrem viel Probleme. Es gäbe extrem viele Probleme. Deshalb. Außerdem hat er noch erzählt, dass er Single ist, aber gut, bei dem Gesicht ist das auch kein Wunder. Halt's Maul, Alter, du siehst, Digga, du siehst gerade aus, du siehst aus wie Kasperle-Theater, aber zusammengeboxt, Alter. Du siehst aus wie eine schlecht zusammengenähte Handpuppe. Was erzählst du mir? Tim! Und es ist nicht das Outfit, Junge. Und er findet auch kein Haus in Köln, was er mieten kann. Naja, wer will so einen auch als Mieter haben? Aber trotzdem mit dem Server sehr... Sei mal froh, Digga, dass ich nicht dein Vermieter bin, Amenakol, mein Freund. Sehr schade. Ach ja, da ich gerade gesagt habe, dass du Single bist. Also ich ziehe manchmal diese Perücke auf, Digga. Wenn dir das reicht, dann melde dich doch einfach mal bei mir. Chan Rogue wurde auf... Ja. Ui, guck mal, Tim, ui. Ja. Die richtige Antwort ist Schütze. Twitch gebannt, meine Freunde. Das Ganze hat er in einem Video auf seinem Zweitkanal... Ich muss ihn verdecken. ...bekannt gegeben. Das Ganze für einen Monat. Und zwar hat er einen Reaction-Livestream gemacht. Er war dabei etwas emotional und hat einen YouTuber immer wieder und wieder beleidigt. Und dafür wurde er jetzt für einen Monat gesperrt. Er selber sieht die Strafe auch komplett ein. Er weiß selber, dass das ein Fehler war. Und das finde ich auf jeden Fall schon mal richtig gut. Außerdem hat er in dem Video erzählt, er bringt einfach... Kauft das Haus in dem Kuchen TV, wohnt und schmeißt ihn raus. Pfeifelt. ...einen eigenen Eistee raus. Einen eigenen Eistee, wie random, aber feiere ich auf jeden Fall mega. Außerdem hat er in dem Video noch erzählt, dass bald seine neue Merch-Kollektion rauskommt. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, dann checkt das auf jeden Fall ab. Schmeckt? Das. Ob er schmeckt? Das waren die News von dieser Woche. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Bis dann, K-Thanks, bye!